Okay, dann wünsche ich Ihnen nach wie vor einen schönen Aufenthalt erstmal. Machen Sie es gut. Mr. Skinner, Sie müssen auch für die KW-08 bezahlen. Denken Sie dran. Ja. Ja. Howdy. Howdy. Schönen Abend. Tschüss. Kann man ihn hier parken? Fruppi, wie geht's dir? Bergerbuhr, alles gut? Totti, danke schön für 35. Hallo? Fast 3 Jahre, was? Können wir hier parken? Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Grandmaster, wie geht's dir? Leg mich doch am Arsch, ey. Warte, ich geh fragen. Warte, bleib stehen. Hey, Moment. Warte! Oh! Ja, hast aber Glück gehabt, dass du nicht schnell warst. Nur langsam, ich geh fragen. Entschuldigung. Ich lass die zurück und dann komme ich gleich wieder. Ja, der Polizeimann. Der ja, James lässt fragen. Also, sie sollen ihm am Arsch lecken, wo er hier parken soll. Wer hat das gesagt? Der James, wo er hier parken soll. Ja, ich sag ihm, der soll einfach neben mir parken. Der macht doch alles richtig hier. Wo warst du denn? Ich hab's gesucht. Ja, ich bin doch am Helm. Ach so. Ja, wollte halt mal fahren, aber ich fahr jetzt auch wieder weg. Ich komm mit. Ja, willst du halt Helm oder alleine fahren? Das stimmt. Und stinkt's noch beim James im Auto? Nein, gar nicht. Guck mal, was sind das für Leute mit so Westen? Das ist ein Biker-Club. Das sind Rockers. Ach du Scheiße. Rockers sind das. Hoffentlich gibt es keinen Ärger heute Abend. Warum soll es Ärger geben? Ja, wollte ich ganz sagen. Was? Kennst du mich noch? Nee, wer sind sie? Taxifahrer Flo. Was? Taxifahrer Flo. Ach so, sie sind der Taxifahrer mit dem Flo. Von der Fahrschule, ja. Ja, genau der. Ja. Ach ja, stimmt. Ein wunderschön. Sie hatten da Guten irgendwas Abend. Mit ihrer Freundin oder sowas. Ja, was? Irgendwie sowas. Ja. Ja. Bei Ihnen alles frisch? Das tut uns leid, wirklich ja, sehr. Ach, alles gut. Ja. Alles gut. Mein Beileid, ja. Ja. Das Leben kann schnell vorbei sein. Ja. Waren viele Gäste da? Wo jetzt? Wo bei der Beerdigung jetzt? Von ihrer Freundin. Schöne Beerdigung. Warte mal, jetzt habe ich was verpasst. Na, die ist doch dahin geschieden. Haben Sie doch erzählt. Wer? Ihre Freundin. Nein, die kommt gleich her. Also ich wüsste, wenn die tot ist. Hast du wieder auferstanden? Ich glaube, sie haben da einfach was falsch verstanden, nicht böse gemeint. Ach so. Er kommt öfter vor bei denen. Kennen Sie schon, Herr Flo, kennen Sie schon den Herbert hier? Wen? Den Herbert? Nein, kenne ich noch nicht. Ja. Hallo. Das ist Herbert, das ist Flo. Herbert, erzähl dem Mann doch mal deine Geschichte von der Frau Mary. Ja. Sollen wir trinken bestellen gehen? Smoker, willst du mich abwimmeln? Kann das sein, dass du mich abwimmeln willst, Smoker? Will der Junge? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ach, schön. War das letzte Mal schon so aufdringlich? Ja, das stimmt wirklich. Und? Sag mal, James, nimm doch mal das Handy aus der Hand. Richtig süchtig, Junge. Ja, richtig Handy-Junkie. Glück ist das mit dir, du Arschloch. Bist ja Herbert, bist du los geworden? Ich meine, du Faltenschmeißer. Jetzt weint er wegen euch wie ein kleiner Schoßhund. Wie, er will ich am Weinen? Wieso? Ja, weil wir den jetzt alle alleine gelassen haben. Ach ja. Den Flo. Wen hast du alleine gelassen? Den Flo. Warum hast du dem denn keine Geschichte erzählt oder so? Herbert, ich hau dir gleich deine Kauleiste bis ins Genick, dann kannst du mit dem Genick fressen. Was hat er wieder gemacht? Hat er zu mir auch gesagt, hat aber noch nicht gemacht. Ich habe mich gefreut, könnte ich im Bauch liegen und mit dem Nacken essen, ey. Oder aus dem Rucksack futtern, ne? Ja, das ist alles oder so, ja. Nee. Soll ich ihn mal auf den Rücken schlagen? Ja. Soll ich schon mal in den Hodensack treten? Was? Ich muss doch kurz pinkeln. Ich lasse mir hier Arsch. Ich muss mal kurz pipi. Ey, ich wollte hier hinbissen. Schön abschütteln, ne? Soll ich schubsen beim Pinkeln? Ey, wo springen? Wo ist mein Hut? Der liegt ja da, warum? Hä? Was haben die wieder gemacht mit mir? Opa! Weil du Künstler bist, sind auch Musiker. Was?
Ich glaube an dich. Opa, sie kifft? Was? Moin. Hallo. Opa? Opa! Bist du doof oder was? Langweilig. Wie langweilig? Was? Was schießt du hier so blöd durch die Gegend rum? Ja, ich stehe doch vor dir, du Idiot. Ja. Hä? Wie, hä? Opa, hast du was getrunken? Was ist? Hä, wer trommelt hier? Was ist denn? Nix. Wo sind die anderen, Opa? Die stehen doch da. Wo? In dem Pickup. Ach da, ja. Komm, lass uns mal hingehen, Opa. Ja. Geh ruhig, ist kein Problem. Geht, komm mit, Opa, komm. Ja, los. Was? Opa, komm. Ja, ich glaube, hier ein spontaner Nebel zieht auf. Tut das Bein nicht weh, Opa? Ich war pinkeln und hab dich geschubst. Ja, warst du das? Hast du meine Mütze runtergeschlagen? Nö. Nö. Ja. Komm jetzt. Guck mal, der Opa. Gucken, wie es läuft. Helmut, ist alles okay? Nee, Opa macht einen Wettbewerb, wie lange auf einem Bein stehen kann. Hat er schon getrunken oder kann ich was reinschütten? Keine Ahnung. Opa, möchtest du was trinken? Ist er konzentriert? Ich weiß halt nicht, mit Opa stimmt. Opa. Er dreht sich einfach weg. Opa? Ja, schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Musst du mal Pipi, Opa? Was machst du schon wieder hier? Sie auch, auf Wiedersehen. Ja, ihr Freund wird gleich aufgeschlitzt, deswegen soll ich weg. Was? Ja, ja. Ja, aber dann kannst du nicht aufgeschlitzt. Was für ein Freund wird aufgeschlitzt? Ja, er hat schon einen Anruf bekommen, dass er aufgeschlitzt wird. Nein. Ich weiß nicht, wieso er die jetzt braucht, aber... Ja, tschö, bis später. Komisch. Bist du müde? Das kommt immer im Alter. Wenn man so alt ist, dann wird man schnell müde. Hast du gehört noch, Helmut? Ben Drakosna. Oh. Abraxos Cantano. Opa ist halt wieder. Ja, Opa ist schlecht rum, glaube ich. Ja, mit dem stimmt er aber nicht. Ja. Wo ist denn Shade? Da. Der steht da vorne. Ja, aber wenigstens hast du schon mal mit der Dame gesprochen. Hello from the other side. Welche Dame? Ich hab gerade versucht, zu verkuppeln. Ist ja heute richtig, was ist los hier in der Stadt? Ja. Es freut mich. Damit der nicht mehr so ein Drama hat wegen der Frau, weißt du? Ja, ist der Wade am Start? Mach das nicht, das ist ein Moment, Straftäter. Moment, pervers, meinst du? Ja. Bist du ein Zauberer? Ja, bin ich wirklich. Die Zauberin von Ost. Hex. Du bist gleich hier. Kann es sein, dass sie alle heute ein bisschen bekloppt sind? Ich glaube auch. Es ist der Wahnsinn. Irgendwas stimmt hier heute wieder. Kenny, wie geht's dir? Lex, grüß dich. Stadt ist was ist denn heute hier los? Dodo, grüß dich. Was war denn die Zauber, die du da gerade gesprochen hast? Was ist hier los heute? Was, wer er? Ja. Ach, das ist bestimmt gleich wieder so wie bei einem einen Event, ne? Wo so viele Leute auf einem Fleck sind oder so. In Loxes grüßes Mythos, wie geht's dir? Ja, einigermaßen, Kenny. Ja. Hast du was am Kopf? Hallo? Was? Hä? Was ich? Der Mann spricht mit dir. Ist ja gut. Ja, und selbst? Ich wollte wissen, wie dein Zauberername ist. Hugo Betrugo. Ja. Und ihrer? Ich? Ja. Ich, Herbert Edelbert. Edelbert. Oder Engelbert. Ja, auch. Auch. Ja. Das trifft aber ganz toll. Oh, das sieht aber echt männlich aus, wa? Hab ich mir eben auch schon gedacht, der hat ein Gesicht breit wie eine Pfanne. Mensch, was lässt du denn jetzt über die Leute hier? Was? Hast du es nicht gesehen?
Ja, doch, die sah aus wie ein Ferkel. Ja, die hat so ein breit Gesicht gehabt. Stimmt mit der Kelle los. Ach, Herr. Ja. Wann geht das los hier? 10 Uhr, ne? Ja, ich glaube schon, ne? Was passiert denn hier? Ach, der Heidschlag. Da ist Opa wieder. Wahrscheinlich ist die Party schon wieder vorbei. Aber stell dich doch ruhig hin, Helmut. Oh. Mensch. Opa steht am Schlauch oder was liegt da unten? Ja. Opa, wieder alles gut? Na, Opa? Na? Ja, ich war noch mal pisse. Da kam noch ein Tropfen da. Das ist im Alter, ist das so, ne? Das sind so Nachläufer, ne? Ja. Da drückst du, stehst auf und dann kommt noch ein Tropfen. Ja. Das ist aber nicht schlimm, Opa. Dafür gibt's so Einlagen und sowas. Ja. Das ist nicht schlimm. Stöpsel gibt's auch. Ja. So, hier wird gesungen oder was? Ich weiß es nicht. Ich bin ein Schlechter. Das ist ja der Wahnsinn. Ich mal abwarten, das ist bis 10 Uhr oder was, ne? Ja, 10, glaube ich. Pill? 10. Kann man da 10. was zu trinken und so kaufen? Möchtet ihr was haben, was zu trinken? Meinst du, haben das doch schon Whisky? Nee, haben die nicht. Und wer bezahlt? Ich bezahle. Du? Ich habe 19 Dollar, ja. Ja, was willst du da? Opa, was willst du? Cola oder was? Oder ein Bierchen? Bierchen? Ja, Bier, ne? Herbert auch, ja, ne? Du auch, ne? Ja, ich auch. 3 Bier. Ich verstehe. Ja, dann ist das Problem. Ich muss mal eben meinen Waffeln bezahlen. Wie viel bekommen Sie den Herrn Süßenverkäufer? Hast du mich mitgezählt? Ja, haben Sie mich erschreckt. Natürlich habe ich gemacht. Und ja, Herbert hat gesagt, du hast mich mitgezählt. Doch, habe ich. Okay. Oh, die, Sie beiden. Was? So, hau, was? Herzlichen Dank und nicht so lange warten, sonst schmilzt Ihnen das Eis da runter. Ja, das ist nett, danke. Wunderbar, guten Appetit. Ja, danke. Ja, ich werde gleich was trinken. Ja. Ja. Wo kann man die hier was bestellen? Ja, hier sind diese zwei Dinger hier, ja, oder hier da drin auch zum Trinken. Achso, ich hätte gerne 1, 2 und danach die Zahl an Bier, bitte. An Bier? Ja, die kriegen sie nur da drin, ne? Wo? Ja, hier beim Yellow Jack. Ja, muss ja rein. Was kostet das? Das weiß ich nicht. Ja. Ich bin nicht vom Personal da drüben, ne? Also, ich glaube 6,50 oder so. 6,50. Die hier haben dann das für die gute Grundlage, damit man auch viel Bier da drüben kaufen kann. Genau, schön. Also mal 6,50 mal 1, 2 und die Zahl nach 2. 3. Sind 18. 18, 1900. Ja, da will ich hinkriegen. Okay, bis gleich. So. Ja. Wow. So. Weiß ich raus, aber. Ja, guck mal. Aber ich kann das sonst nicht. Wenn ich länger wach bin. Nee, ist gut. Mach dir mal gar keine Vorsicht. Ja, wenn ich danke das ja nochmal Hilfe, ne? Ich auch kein Problem. Jo, dann komm gut nach Hause. Jo, ne? Für schönen Abend noch. Erfolgreichen Abend, ne? Hi. Was? Abends. Ich hätte gern was zu trinken. Ja, was hätten Sie denn gern zu trinken? 3 Bier, was kostet das? 3 Bier? Ja. 22,50. Nämlich 2 Bier. 2 Bier, nämlich 15. 15, 2 Bier. Ja, nämlich 2. Bitte. Alles klar, sehr gerne. Ich komm mal rum. Ja. Oder? Ja. 15 sagten Sie, ne? Ja, ganz genau. Bitteschön. Danke. So, bitteschön. Ja, danke schön. Schönen Abend noch. Ja, danke, wünsche ich Ihnen auch. Ja, auch so, ja. So. Das ist aber, kostet ein Bier 7,50. Oh. Ich sag dir, wie es ist. So, ich sag, wie es ist.
Ich habe nur 2 Flaschen Bier, weil das Bier $7.50 kostet und ich nur $19.67 hatte. Ich gebe mir selber ein Bier. Flasche Bier haben? Ja, die passt schon, danke. Ich rauche mir jetzt mal eine. Du jetzt? Nee, ich muss noch fahren, die lebt doch auch am Essen. Ja, wofür habe ich das denn jetzt gekauft? Ja, da kannst du selber saufen. Ja, nee. Ich trinke keinen Alkohol. Ah, okay. Trink mal selber dein Bier. Aber wie viele Leuten willst du eigentlich noch was geben? Wer? Du. Also. Ja, und wie oft willst du noch was annehmen? Ja, richtig. Oh Mann, Alter. Ja, nur eine grobe Gräbfeld fällt immer hinein, ne, James? Ja, wer im Glas sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Das ist richtig. Aber mit Flummis. Das Flummis wäre toll. Flummis James. Ja. James, ich hab Durst. Hallo. Bring mir doch ein bisschen was zu trinken. Ja, ich kann dir Bier geben, komm her. James. Dort vorne ist keiner, ja? Boah, nee, tut mir leid. Ich glaube, das war Mitternachtsblau. Ich hab den privaten Ort gekauft, aber ich frag mal hier, kurz bitte bei schon. Mario nach. Ja, danke dir. Achso, dies? Hey. Hä? Und? Was hast du gesagt? Also dies? Wie? Ich bin leider nicht dran, aber ich bin nicht. Wie? Hey, nee. Hör mal, ich hatte gerade bin doch keine Frau. Den Farbcode für den Motorrad. Ich bin so durchtrainiert. Achso. Ist das Mitternachtsblau? Ja, das ist gut. Hast du mal was von ihm gehört? Und du? Ja, ja. Wie oft tätig habe? Ja, du bist ganz schön dick. Weiß bin ich? Ganz schön dick geworden, seitdem ich dich mal so das letzte Mal gesehen habe. Oder macht das das Oberteil? Pass mal auf, pass mal auf. Herbert, ich kann abnehmen, aber schöner wirst du bestimmt nicht. Kommst du auch später zu mir, du? Bitte? Ist ja komischer Typ da. Wieso? Hat mich gefragt, ob ich über 21 bin. Ist auf jeden Fall sehr viel los. Achso, wo warst du jetzt? Wir haben mir Bier geholt, du hast ja mir keins mitgebracht. Doch, ich habe aber nicht genug Geld, hier habe ich ein Bier, hier. Ja, nee, ich hab jetzt schon eins. Achso. Midnight Blue, alles klar. Ich danke dir. Also sind sie die Frau, ne? Undankbar. Bitte? Hallo Spencer, danke schön für 8 Monate. Vielen, vielen Dank. Danke schön, hallo Spencer. Genau. Was hat dir die gesagt? Du bist undankbar? Ja. Scheiße. Opa, willst du jetzt Bier? Ja, komm, ey. Da bist jedes Mal bringst du mich zum Saufen. Da bin ich dir auch mal was ausgegeben, hab, Opa. Ich hätte auch noch 2 im Kofferraum. Hier, bitteschön. Danke. Ja, gib weg die Klare. Ja. Razor, wie geht's dir? Aber der Rossner. Und wann geht die Kacke denn hier mal los? Ich will mal richtig einen drauf machen. Ja, ein paar Minuten noch, glaub ich, ne? Naja, wenn wir jetzt 10 vor haben und es soll um voll losgehen, dann wahrscheinlich um 20 vor in der nächsten Stunde. Was? Scheiße. Wenn wir jetzt 10 vor haben und es soll um voll losgehen? Es dauert noch ewig. Wette ich mit. Nee, glaube ich nicht. Wieso? Die können ja nicht die ganzen Leute hier warten lassen. Das geht nicht. Mhm. Ja. Jetzt mal am Kabarett. Jede so, Razor, jede so. Lady! Na, Lady, wie geht's? Ja. Gentleman, grüß dich. Mhm. Das wird bestimmt hier so Country-Musik oder sowas, ne? Glaube ich. Das sind ja so Bauern hier im Norden, ne? Sag das nicht so laut. Ja, was ist? Da hinten steht der ganze Pulk von den Bauern. Hat der Herbert auch gesagt. Ja, ich hab keine Lust mit denen da irgendwie hier, ne? Ja. Hä? Nee. Die haben da bestimmt Schlitzimesser und so alles in der Tasche. Opa auch. Opa hat die Maurerkelle. Dann macht es wie, macht es Opa? Bam! Bam! Ja. Ja. Ist die Rübe weg? Ja. 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 Wieso nennt ihr den Helmut eigentlich immer Opa? Du bist doch selber ein Opa. Was? Der macht sich ja beliebt, der Mann hier, ne? Ich hab ihm gerade Bier ausgegeben, ne? Die Dame von dem Lokal hat gesagt, der wäre ziemlich unsympathisch. Hat dir gesagt. War der Herbert? Ja, die sicher einzige Dame zu sein, die das gesagt hat. Sehr unsympathischer Mensch. Doch nicht. Na, hör mal, du, ich bin eigentlich total sympathischer, also. Ach so, und darum hast du auch eben gesagt, warum meine Frau kleine Titis hätte. Das hat er ja nicht gesagt. Doch, das hat er gesagt. Ich kann gut. Hallo. Hallo. Das verstehe ich gerade nicht.
Ja, du weißt ja genau. Mensch, krieg ich nicht meinen Bussi? Egal wo wir sind, immer sagst du, ich hätte kalte Titten. Das habe ich nie gesagt. Doch, angeblich sagt das jeder über mich. Immer sagst du das. Ja, ja, ich bin auch immer nur interessant für die, die in der großen Clique da unterwegs sind. Das ist normal. Ja. Tittis? Ja, ja, und die Oma sagt immer, ich würde stinken. Stinki? Manchmal wirklich, Opa. Mach mal Arme hoch. Nee, dann kriege ich sie nicht mehr runter. Ich hab's nur. Achso. Also, ich weiß nicht genau, nach was du riechst. Ich kann das nicht so genau. Aber das ist kein Moschus oder sowas. Nee. Ja. Ja, oder Kölnisch Wasser ist es auch nicht, Opa. Ja. Das riecht ein bisschen abgehangen, würde ich sagen. Ja, gehangen, ja. Oder abgefault. Du Arschloch. Mir reicht's. Ihr seid alles Wichser, außer du, Lim. Du kannst ja nichts dazu mit dir fangen. Und ich? Ich kann nichts dafür, ja. Opa, ich auch nicht. War immer ein Freund. Immer nur mit drin. Ich kann am wenigsten dafür. Ne. Verdammt. Wir sind alles arme Schweine unserer eigenen selbst. Ja. Aber wisst ihr denn, wer da gleich auftritt? Nee. So. Okay. Bestimmt die mit dem dicken Gesicht, die war auch drinnen wieder und hat Sachen verkauft, ne? Echt? Hat, ja. Bei der habe ich nicht gekauft, ich hatte Angst. Ich sag dir, wie es ist, diese miese, dreckige Gesellschaft hat uns geprägt. Was? Meinst ich du, bin dafür, dass wir eine Revolte starten. Eine was? Wie stellst du dir das vor? Ja, erzähl mal. Ja, mit dem Revolver halt. Dann? Ach so. Ja, geil. Ich plante Plan. Interessant. Tipptopp. Lass uns loslegen. Herbert, das war jetzt sehr gut. Ja, das ist super. Ich dachte, ihr wolltet noch was sagen. D. Du. Wartet. Das war kommt mit deiner Revolte. Schilder und den laufen wir durch die Gegend. Mit Revolver. Mit dem Megafon. Och, Herr. Aber weißt du, Demo. Ja. Mit einem Revolver und einem Megafon. Ja. Ja. Seidat, Bischade, was? Soll ich gehe noch was zu essen holen, ja? Aber ja, nicht aber hör auf, deinen Bauch zu packen jetzt. Ich hab $4, ich muss dich doch. Willst du doch was haben? Wenn du noch was hast, $2-3, ja. Okay, ja. Was isst du denn heute? Nicht, dass du wieder dein... Ich muss was Scharfes essen. Ich hab auch nicht mehr so viel gegessen, halt. $5 oder so. Dankeschön. Das sind 10er, dankeschön. Ja, ich kauf dir was Schönes. Melody? Ich weiß was zu essen haben, bitte. Ja, was kann ich Ihnen dann anbieten? Aber was haben Sie denn hier zu essen? Wir haben hier Bratwürstchen, Currywürstchen, Bockwürstchen, Mettbrötchen. Was? Hüterchen. Was haben Sie? Mettbrötchen. Was davor? Bratwürstchen, Currywürstchen, Bockwürstchen. Bockwürstchen? Ja. Was kostet Quanten viel? Wie bitte? Was kostet Quanten viel? Quanten? Also Bratwürstchen kostet $8, Currywürstchen kostet 13. Was billigste? Was das billigste ist, sind tatsächlich Mettbrötchen und Bratwürstchen und Bitterchen. Wie viel? Sind alle bei $8. $8. Und Kartoffelsalat. Und Pommes ist $6. Ja, ich Pommes. Ja, das mache ich einmal fertig. Ja, danke schön. Läuft die Pommes noch was drauf? Was? Kostet extra? Pommes? Ja, ich mach's ihnen aufs Haus. Ja. Möchten Sie gerne Ketchup oder Mayo? Mayo. Mayonnaise, okay. Mayonnaise. Bitte. So. Noch ein bisschen Mayo drauf. Und da haben wir es. Schicke Essen. Was schicke? Wohin? Nee, hier essen, nichts wegschicken. Hier. Nein. Essen? Schick im Sinne von schön. Ach so. Und lecker. Ja. So, einmal die Pommes Mayo für Sie. Und Sie kriegen jetzt was? $6. $6. Sechs? Ja. Dankeschön. Ja,
Kein Problem, lass dich da schmecken. Vielen Dank, schönen Abend noch. Danke, gleichfalls. Du hattest keine Zeit drüber nachzudenken, deswegen ganz gut, glaube ich. Das ist aber teuer und alles, ne? Das ist echt teuer alles, ne? Ja, was kaufst du denn auch ständig? Guck mal, ich hab für dich was mitgebracht. Guck mal hier. Pass auf. Hast du was mitgebracht? Ja, für meinen Schatz hier. Da. Eine Pommes mit Mayo. Oh, Mayo. Ja, 6 Dollar. Fritten 6 Dollar, ich hab geklaut. Warte, das sind ja Messepreise. Haufen wir direkt rein. Ja. Ja. Was sind wir denn hier? Nicht denn. Oh, ist aber trotzdem total lecker. Schmeckt das? Ja. Ich hab auch Hunger. Ich esse mir einfach ein Sandwich. Ich hab noch Bockwürste in der Tasche, warte mal. Ja, da sind drin. Hast du das vor oder nach dem Kacken noch drin? Vor und nach. Na gut, Opa. Und was hast du währenddessen damit gemacht? Opa, hör auf. Lass dir schmecken. Ich esse das gleich nicht mehr weiter. Ja. Ekelhaft. Hallo. Ja, was ist? Maria, ja. Hallo. Ich bin Bruno. So. Ist der cool? Der kam auch früher immer mal Hallo sagen, hat sich ja zugestellt, mal gefragt, wie es so ist. Wer? Wer weiß. Ja, und jetzt? Warum macht der das nicht mehr weit bei dir? Ja, weiß ich auch nicht. Anscheinend ist dieser Kreis dort interessanter. Was? Lass mal gucken. Wo steht denn da? Ja, hallo. Da sind die Menschen von Welt. Echt? Wieso wer denn? Ja, weiß ich doch, ich kenne ihn doch. Da ist der Polizeimann, das ja. Ja, spreche ich mal, komm mit. Möchten Sie was trinken drin? Nee, gibt's Getränke? Später, hatte gerade. Ja, komm mit jetzt. Nee, weil du so bleibst ja nicht, ich renne doch keinem hinterher, bin ich bescheuert. Der sagt mir auch nicht mehr Hallo, weil ich den verklagt hab. Was hast du? Ich hab den doch verklagt gehabt. Ne? Wie, wieso das denn? Es ist egal. Okay. Ja, was? Opa. Ja, was ist? Man darf keinem hinterherlaufen. Ja, das ist richtig. Darf man nicht, nein. Irgendwann kommen sie alle wieder mal zurück, Opa. Das ist einfach so. Und dann so, musst du dich dran erinnern, wie es früher war. Ja. Oh, nee, lieber dich. Ja, Herr Bert! Mann, was hast du denn da gekauft? Eine Tüte Süßigkeiten? Ja, Opa, willst du auch was hier? Ja, nee, machst du leise auf, Junge. Steck sie wieder weg. Ja, gut ist. Was kuschelst du da die ganze Zeit in die Schreie? Ja. Was? Okay, ich guck mal, dass ich ein Taxi krieg. Ja, bitte? Krieg, ne? Hm? Was? Scheiße, ich schwöre es, ich schlag dich gleich, ey. Aber feste. Was ist denn das Leckere? Gar nichts, das Papier. Hat Papiermund? Das finde ich ja eklig. Nein, nicht Papier. Oh nein, Opa, bitte nicht, ich schwöre, bitte nicht. Lass es. Doch, was ist denn jetzt? Was soll das? Is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Be afraid. Be afraid. Ich war ein Feuerzeug an. As you stand by me, so darling, darling, stand by me, bei mir. Wohin stehst du denn da? Mir. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand? Was sagt die von Toni? Weiß ich auch nicht. Ja, Trappe. Stand by me. I know you need me, stand by me, if the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't cry. Normalerweise bin ich einer von denen, der da drüber geht und sagt, dass es zu laut ist. Ja, mach mal, Herr. Klopf mal an, ruf mal den Boden. Ich hab irgendwie Ohrenschmerzen. Herbert, geh mal hin. Da geh ich beschwerden. Ach, mal, die singt zu laut. Wenn ich rufe, es geht dann. Dann bin ich nicht nur der Perverte, sondern auch der. Stand by me. Ich ruf den Weiß an, der steht da hinten. Machst du nie was.
Doch, okay.